Und damit herzlich willkommen hier zurück zu einem neuen Projekt. Eigentlich ist es ganz sicher, was ich spiele, ein Stream-Projekt, und ich muss hier gerade mal ganz kurz was reparieren. Nur mal so ein Dresser, wie viele Entities haben wir hier? Wo sehe ich denn die Entities gerade? Bin ich blind? Ja, so an die 600. Die auch gerade wieder am Despawn sind. Ich muss mal ganz kurz. Aufräumen, weil das geht so gar nicht. Wow, es leckt so viel, dass ich selbst. Dann ein bisschen viel Essenz. Ich habe nämlich keinen Chunkloader in der Base, aber trotzdem sind irgendwie diese Chunks hier geladen. Ich weiß nicht wieso. Oh. Na ja, gut, die Seeds sollten natürlich dort jetzt eigentlich nicht raus oder hin. Oh, Alter. Gut, wir machen erstmal Folgendes. Wir machen jetzt das Ganze so. Oha, die Lücken werden vom Platz im System. Aber so langsam läuft sie doch flüssig. Wieso kommt jetzt bitte das hier? Oh, weil das hier voll ist. Na ja, gut. Machen wir das Ganze einfach mal so. Dann lässt sich das Problem hier nämlich auch gleich von alleine. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ich habe so viel Scheiß-Seeds, die werde ich auch gleich alle wegschmeißen. Oh ja, die werde ich sowas von wegschmeißen. Junge, Junge, Junge. Nee, komm, wir nehmen die ganzen Seeds. Scheiß braucht keiner. Habe ich noch Flint und Steel? Ja, hab ich. Beautiful. So, jetzt machen wir erstmal hier weg. Ich hab eine viel bessere Idee. Ich hab eine richtig, richtig geile Idee. So, erstmal machen wir das hier. So, weg. Nein, oh, scheiße. Okay. Mein Plan ist es, bevor wir jetzt irgendwas hier machen, dieses Band zu kriegen. Ich hätte theoretisch einfach warten können. Ist der ganze Scheiß gespawnt? Oh, ich dachte mir so, ich lasse es einfach. Oh, Scheiße. Jetzt habe ich ein Problem. Moment, ich werfe es einfach dorthin. Ja, gut, dann das ist jetzt anders gelaufen, als ich es eigentlich haben wollte. Na, ich kann mir das erklären, was genau das hier eigentlich ist. Und zwar ist es hier ein von Erik und mir zusammengestelltes Modpack. Okay, es funktioniert. Namens Archeon oder Archeron. Hoffentlich schlägt er mich jetzt nicht dafür. Und es ist verfügbar über den Technik-Launcher. Dort könnt ihr es einfach runterladen und selber spielen. Und ist von mir gedacht eigentlich als Stream-Projekt, zusammen mit ein paar anderen Leuten, die hier noch auf dem Server sind. Alter. Das waren, glaube ich, ein paar mehr als 600 Entities. Ah, ja, 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 ja. Jetzt fehlt mir noch mein Schwert. Alter.
Nee, Red Boris. Und das, was ich hier bisher gebaut habe, ist alles im Stream entstanden? Größtenteils. Und ich spiele auch immer so zwischendurch ein bisschen offscreen, aber mache halt nur so Kleinigkeiten, aber... Ah, da ist das, was ich haben wollte. So, jetzt machen wir mal Folgendes. Jetzt können wir nämlich das hier einfach... Zack! Gut. Dann nehmen wir hier mal die ganzen Seeds. Packen den Klumpertstall wieder rein. Alles klar. Da kann ich auch noch nicht so viel reinpacken. Alter, so, gut, dann werden wir jetzt die Seeds hier auch noch gerade alle vernichten. Ja, die sind es auch. Wobei, ne, die ist uns kraftig aber gleich zusammen. Zack. Gut. Das hat ja fast den Server gekillt. Nein. Das hier. Ach ja. Ist ja nicht so, als würde das hier gleich generell in meinem E-System vollspammen, aber. Ja, man muss aufpassen mit dem, was man baut. Alter, wie viele Essenzen sind denn das? Sehr viel Lades werde ich nie brauchen. Wieso habe ich das gleich schon mal angebaut? Ach ja, wegen Solarpanels. Ah, gleich ist es weg. Halleluja. Gott sei Dank ist das hier nicht ganz so viel. Einfach und schmeißen sie dann ins Wasser. Fertig. Kann ich eigentlich? Nein, ich kann nicht das ganze Inventar so rauswerfen. Schade. Ist mir egal, wenn die da unten jetzt gleich wieder Lecks verursachen. Ich bin froh, wenn die einfach weg sind. Also werden wir jetzt gleich mit dem Hausbau, oder ne, wir machen nicht Hausbau, wir machen ein bisschen Autocrafting. Aber erstmal 10 Minuten Scheiße in Ordnung bringen. So, wie du jetzt schon für die ganzen Leute leid, die hier mitgespielt haben, die ganze Zeit, gestern und heute, und nicht richtig spielen konnten, weil es so geleckt hat. Jetzt machen wir mal kurz noch das hier, damit das im E-System ein bisschen leerer wird. Das ist ein schönes Zeichen, wenn die Disketten wieder leer sind. Gut. Das wird nicht lange. Also, dann müssen wir gleich kurz hier kurz gucken. Furnace. Der braucht so. Das können wir nicht machen, weil ich nicht genug. Oh shit. Seed. Infernium Tier 4. Das ist gut. Oh shit. Also warte, ich kann ja. Ich habe nämlich die alle weggeworfen. Ich brauche ja noch ein paar davon.
Boah, jetzt haben wir den ganzen Minecraft-Tag hier damit verbracht, nur die Scheiße zu machen. Ja, ich kann auch nicht die Bad Night, ja. Okay, wir hätten jetzt verschiedene Möglichkeiten, das Ganze zu machen. Entweder wir machen Autocrafting oder wir kümmern uns um eine anständige Energieversorgung. Ich wäre schon fast für die anständige Energieversorgung. Ich denke, ich mache die anständige Energieversorgung. Anständig jetzt mal so selber dahingestellt. Wobei, ich müsste jetzt mal nachgucken, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Ich guck mal gerade mal, wo sind denn die Entities? Könnte gut sein, dass es die sind. Ja, aber jetzt machen wir mal. Das, so, und jetzt das hier mal alles weg. Brauchen wir nicht. Oh. So, das kann ja ruhig dort rein importiert werden. Das wird jetzt erstmal ein bisschen. Da wollte ich auch noch machen. Okay, egal. Jetzt machen wir erstmal richtig das, was ich machen wollte. Also, wir brauchen. Was brauchen wir? Das Manual hier. Das kann ich, glaube ich, sogar fast alles craften. Fast. Ist ins Wasser gefallen. Da ist es. So. Ja, ja. Was? Okay. Ist mir egal, wenn ich ganz scheiße aufsammeln. Jetzt machen wir erstmal das Buch fertig und dann machen wir jetzt das Menü. Diese Generator, so. Wir sehen hier als one of the few ways of generating such energy as creating a structure of a run off of. Biodiesel. Oh, das Ding ist ein bisschen anders aufzubauen, glaube ich, jetzt mittlerweile. Okay, das Problem ist, es ist ein 3x3 Konstrukt. Dafür alles. Steel Scaffoldings. Okay, die kann man machen. Das ist kein Problem. Immersive. Das heißt, wir craften uns jetzt mal Steel Scaffoldings. Dafür brauchen wir Steel Rods. Dann machen wir jetzt die hier. Und dann machen wir ein paar. So, 12 Stück. Dann brauchen wir. Ich habe gesehen, wir brauchen diese. Pipes. Können wir nicht machen, wir haben keine Plates. Na ja, komm, noch mehr. Aber ich glaube, ich hätte noch welche im System gehabt. So, egal. Glutpipe, 5 Stück, gut, haben wir. Redstone Engineering Block, Heavy Engineering Block. Und Generator Blocks. Radiator Blocks. Machen wir erstmal den Redstone Engineering Block. Der wird zugemacht. Zack. Dann haben wir Generator Blocks 4 Stück. Aber wir haben kein Elektrum, wir haben keine Coils. Ich habe gar nichts davon.
Jetzt fangen die ernsthaft auch so an. Okay. Vielleicht machen uns, gibt es eigentlich eine Presse dafür? Gibt es. Gut, dann machen wir jetzt erstmal hier den Kopperbahn. Ich hab Kopperbahn. Also, dann brauche ich noch den Hammer. Den da. Zack. Habe ich eine Schere? Ich habe eine Schere. Woher habe ich eine Schere? Weiß ich nicht. Ist mir doch egal. So, dann brauche ich noch Stahlplatten. So. Jetzt müssen wir mal ganz kurz was anderes machen. Da haben wir sie doch schon. Essenzen. Dann nehmen wir noch eine hier von den Rotten auseinander. Zack. Copper Seeds. Oh. Ah, die kriegt keinen Strom mehr, weil der Generator ausgenudelt hat. Okay. Ja, ein Kossig. Da. Und die Kapazität müssen wir natürlich auch noch hier unten einstellen. So, was nichts anderes heißt als. Ach komm, du kannst. Nee. Ja. Apply und wir nehmen alle. Wir nehmen alle nicht keepen. So. Habe ich hier einen Filter? Warte mal, Item. Machen wir ganz kurz am Filtern an. Okay, ich habe keine Chest mehr. Ich habe kein Holz mehr. Ich glaube aber, ich habe auch kein. Ach, ich habe noch genug Papier für einen Filter. Gut. So, jetzt machen wir folgendes. Wir müssen hier eine Blacklist machen für Essenzen. Und hier hinten an die Kiste das Ableben. Insert. Whitelist für den Krab ist gut. Das ist ja schön. So, nachdem wir das jetzt gemacht haben, können wir bitte hier die Seeds nochmal reinpacken. So, die Enderman Seeds packe ich mal hier rein. Warte, ich wollte mal erst. Genau, ich wollte jetzt erstmal, bevor wir. Sie kommt nochmal weg. Das packen wir auch mal kurz weg. Hier machen wir mal ganz kurz Press. Metal Press braucht. Redstone Block. Conveyor Belt. Steel Scaffolding. Pisten. Gut. Haben wir ja eigentlich fast alles. Immersive Engineering. Also wir brauchen. Haben wir schon. Haben wir schon. Hier, dann Heavy Engineering Platz, also brauchen wir die Dinger hier. Aber kein Kopf hat mehr, ist egal. Okay, ich muss mal ganz kurz Holz machen. Ich
glaube, ich hätte die Pistons auch bestellen können. Elektrum haben wir aber noch nicht. Das heißt, ich muss erstmal Gold und Silber. Oh. Das ist jetzt ungünstig.